Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Geht dazwischen und hat den Ball. Da haben sie den Ball. Sie holen sich den Ballbesitz. Könnte die Führung werden. Da ist das Tor. Ja. Und der Ausgangspunkt war dieses frühe Stören, dieses extreme Vorchecking. Da haben sie mal wieder gezeigt, wie gut sie das drauf haben. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gut, den Ball erobert, hat diesen Pass da geahnt. Es gibt Einwurf. Jetzt ist die Kugel weg. Das könnte was werden jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, jede Menge Druck jetzt. Sie machen schon sehr früh Druck. Was macht er draus? Allen! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Allen. Ja, könnte was werden. Ein super Trick und der klappt auch noch. Die Chance jetzt. Ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Ah, Eigentor. Kann jedem passieren. Den größten ist das schon passiert. Da gibt es nur eins, abhaken und weitermachen. Wir sehen es ja auch in der Wiederholung, es ist unglücklich. Merino. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Allen. Sieht gefährlich aus. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Das muss es sein. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Der Angriff könnte was werden. PSG macht das Tor, baut seine Führung in dieser Partie auf 2 Treffer aus. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe. Er holt sich vorne den Ball. Klasse Chance jetzt. Und das Tor!
Da kommt die Wiederholung nochmal. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor. Gefährliche Szene. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Das dritte Tor. Da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich, gegen ihn finden sie kein Mittel. Der Machma. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt.